Hallo liebe Pilzfreunde, heute habe ich gerade ein Paket bekommen, das steht hier und da schauen wir mal gemeinsam rein. Das ist nämlich von einem neuen Lieferanten gekommen für meinen Online-Shop, Lieferant aus Spanien, und da sollten Pilzmesser drin sein, ganz neue Modelle. Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Artikeln für den Shop und da habe ich ein paar schöne Sachen gefunden und da schauen wir jetzt zusammen mal rein. Selbstverständlich wird der Karton mit einem Pilzmesser geöffnet. Das ist auch für mich immer spannend, wenn ich neue Ware bestellt habe. Man sieht es ja beim Lieferanten nur per Foto und Artikelbeschreibung. Und ja, dann ist es auch für mich immer ganz spannend, so eine Lieferung auszupacken. Und das machen wir jetzt. Ah, ich sehe schon was. Hier ein Pilzmesser. Das fand ich richtig toll. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für mich, naja, so ein Lieblingsmesser wird. Also wir haben hier einmal eine schöne Hülle dazu, die man sich auch meinetwegen am Gürtel dran machen kann. Packen das mal aus. Ja, das sieht sehr schick aus. Sehr schön. Hier haben wir so einen Drehverschluss, wie wir das von den Opinel-Pilzmessern kennen. Also so eine Verriegelung. Da kann man die Klinge jetzt ausklappen. Also wieder wie gewohnt eine gebogene Klinge. Und wenn ich an diesem Ring drehe, dann ist die Klinge arretiert. Wir haben eine Bürste mit dran und einen schönen, eleganten Griff, wie ich finde. Das gefällt mir richtig gut. Sehr schönes Messer. Wenn ich den Ring zurückdrehe, klappt die Klinge wieder ein, kann ich auch die Klinge im zugeklappten Zustand etwas arretieren. Gucke ich mal. Genau, dann klappt sie nicht auf. Brauche jetzt auch nicht zu weit drehen. Ja, so passt das. Na, sehr schön. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, diese Hülle ist hier mit dabei. Jetzt lege ich das mal hier drüben ein bisschen ab. Schauen wir mal weiter. Also von dem Messer habe ich eine ganze Menge bestellt. Ich denke mal, das wird bestimmt ein sehr guter Artikel für den Shop. Jetzt schauen wir mal hier rein. Also bei dem Lieferanten gab es nur Messer, aber verschiedene Modelle, die ich da genommen habe. Oh, ich sehe schon hier den Karton. Ja, das sieht auch interessant aus. Kommt hier also auch in so einem Karton. Und man sieht hier schon so ein bisschen was, eine grüne Farbe. Das ist eben auch was Neues für den Shop. Ich habe ja schon einige Modelle im Shop drin, aber ich schaue natürlich immer, was das Sortiment gut ergänzen kann. Also auch hier wieder eine schöne Hülle dabei, sogar mit einem kleinen Pilzmotiv. Packen wir auch mal aus. Ah ja, das ist das grüne Pilzmesser. Also hier haben wir mal ausnahmsweise einen Kunststoffgriff, nichts aus Holz, aber in so einem schönen Grün. Habe ich genommen, weil ich denke, den einen oder anderen wird das gefallen, weil man so ein leuchtend grünes Messer natürlich leichter am Waldboden wiederfindet, wenn man es doch mal verlieren sollte, was ja ab und an passieren kann. Finde ich auch sehr schön. Das ist so eine klassische Griffform. Die kenne ich auch von anderen Messern her. Hier ist noch ein kleiner Ring dran. Da kann man es auch noch irgendwo ja, dran machen, vielleicht über so einen Karabinerhaken oder so. Sehr schön. Bürste ist mit dran. Wunderbar. Ja, das gefällt mir auch sehr schön. So, schauen wir mal weiter. Der Karton kommt mal beiseite. Mal sehen, was das war. Also ich glaube, 5 Modelle hatte ich bestellt. Das könnte ein 1, 2, 3, 4, 5 könnte sein. Ah ja. Oh, ein sehr schöner Karton. Und da schauen wir natürlich mal rein zusammen. Prima. Auch hier haben wir wieder eine Hülle dabei. Das ist natürlich immer eine praktische Sache. Und wir schauen auch hier mal rein. Das ist wie ein Pilzmesser in so einer klassischen Griffform, will ich mal sagen. Hier aber das Besondere, das ist ein Messer mit mehreren Funktionen. Also hier eine Pilzsammelklinge, dann haben wir hier so eine Klinge dran, das sollte hier Dosenöffner sein und Kapselheber. Und hinten ist noch ein Korkenzieher dran, der ist hier noch versteckt. Genau, da ist er. Bürste natürlich wieder, also so ein Universalmesser mit einer passenden Hülle.
auch neu. So, mal schauen, wo ich das hier alles ablege. Jetzt wird es langsam eng. Karton beiseite. Und da haben wir noch zwei Kartons hier drin. Auch hier schauen wir mal rein. Was haben wir hier für eins? Aha. Das hat ja auch eine sehr hübsche Verpackung hier. Schauen wir mal rein. Ja, also hier kommen wirklich bisher alle Messer mit einem Etui. Oh, ja, kann ich mich gut erinnern, dass ich das bestellt habe. Das ist ein Messer klassische Form. Die Klinge wieder, Bürste ist dran und hier gibt es so Pilzmotive auf dem Griff. Auch was ganz Neues. Sieht richtig hübsch aus. Sehr schön. Also, wer sowas mag, ein bisschen mit Motiv, gibt es jetzt auch bei mir. So, auch das wieder ein bisschen beiseite. Schauen wir mal. So, letzter Karton. Was haben wir hier? Hier haben wir mal einen blauen Karton. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was das fünfte Messer war, was ich bestellt habe. Aber wir werden mal schauen. Auch wieder so eine Hülle dabei. Also bei allen Messern jetzt hier mit Hülle. Oh ja, das. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Das ist ein bisschen von der Form ein eleganteres Messer. Das fand ich auch sehr schick. Seht schon, so einen geschwungenen Griff. Und hier kann man die Bürste ausklappen. Also das ist hier so ein bisschen die Besonderheit. Ansonsten hier die Bürste, geschwungene Klinge. Eine kleine Kette mit einem Ring dran. Ah, das ist auch sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also das ist ein bisschen eine elegantere Form, will ich mal sagen. Das hat mir eben auch sehr gut gefallen. Prima, alles ist gut angekommen. Das ist eine schöne Sache. Die Messer werde ich gleich in den Online-Shop reinstellen. Da könnt ihr natürlich gern mal schauen. Die Links zu den Artikeln werde ich hier in die Videobeschreibung setzen. Und da könnt ihr ein bisschen stöbern, euch in meinem Shop umschauen. Und schaut euch die Messer an. Es gibt noch viele, viele andere Modelle, andere Artikel noch, Pilzsammelkörbe, Literatur natürlich und, und. Und auf meiner Webseite sind natürlich auch meine geführten Touren und die Seminare einsehbar. Also auch da könnt ihr mal schauen. Sehr schön. Also ich bin zufrieden. Die Messer sehen alle sehr gut aus. Jetzt habe ich ein bisschen Arbeit, muss alles in den Shop stellen. Und da könnt ihr mal schauen. Sehr schön. Also liebe Pilzfreunde, heute mal ein ganz ungewöhnliches Video. Schreibt mir mal, ob ihr sowas wieder mal sehen wollt. Also so ein Unboxing habe ich heute einfach mal gemacht, weil ich mich auch auf die Lieferung echt gefreut habe und war ganz gespannt, was in der Kiste alles drin ist. Und die Freude wollte ich mal mit euch teilen. Also liebe Pilzfreunde, das war es heute von mir an dieser Stelle. Wie gesagt, schaut gerne mal vorbei auf snowclip.com. Ansonsten sehen wir uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Also, bis dahin. Tschüss.